Willkommen zurück hier bei Windbreaker HD. Die Zombies können wir auch fotografieren, die sind glaube ich wieder da. Die sind wieder da, auf links Inselmann. Da. Wir müssen viele Fotos schießen. Ba. Wir müssen auch noch nach Portemonnaie, da können wir auch ganz viele Fotos schießen. Von jedem Charakter auch, Präludien. Und das machen wir nämlich nachher auch. Ist das... Das ist sogar links Haus, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Zombies machen wir erst später. Machen wir erst später die Zombies. Bam. Kann man die Feen... Ah, die kleinen Feen kann man schon fotografieren, ne? Da kann ich zur Feenquelle gehen und mal eben eine kleine Fee fotografieren. Aber ich möchte lieber nach... Wollen wir da jetzt überhaupt hin? Ich wollte nur kurz nach dem Schatz gucken. Ich gucke nur ganz kurz nach dem Schatz. Auf der Insel. Oder um die Insel herum. Weil wir da noch keinen Schatz geborgen haben. Und dann, ja. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Nee. Nee, das ist falsch. So ist richtig. Wir gehen nach Portemonnaie und machen Fotos. Das Tolle ist ja, wir können immer nach Tantopia zurück, um schnell die Fotos abzugeben. Wir gehen jetzt erstmal nach Portemonnaie und machen extrem viele Fotos. Wir werden easy die 12 Fotos voll bekommen. Easy peasy. Aber erstmal zeigen wir dem einen Typen das Bild vom Mond. Und dann werden wir Fotos schießen. Ich sehe allein jetzt schon 4 Leute, die man fotografieren kann. Im Bombenladen der Typ kann man auch noch fotografieren. Man kann ganz Portemonnaie fotografieren. Ja, so sieht es nun mal aus. Aber es kann sein, dass wir den hier nicht mehr fotografieren können in seiner reichen Form. Es gab den ja auch mal ein Reich. Jetzt ist er arm. Ich glaube, das sind 2 Fotos. Ba, da. Aber erstmal zeigen wir dem Emo hier auf der Treppe das schöne Bild vom runden gelben Mond. Mann, hier. Oder ist der gelb? Ja, das ist, hoffentlich reicht das. Na, wer sagt's denn? Richtig, Mann. Genau das wollte ich sehen. Das gelbste und rundeste ist natürlich der Vollmond und du bist tatsächlich draufgekommen. Ich mag ja ein wenig verschroben sein, aber den Mond zu betrachten hat es mir wirklich irgendwie angetan. Und die absolute Krönung ist natürlich der Vollmond. Tut mir leid, dass ich dir solche Umstände bereitet habe. Danke. Hier für dich. Ohne ein kleines Dankeschön kann ich dich unmöglich gehen lassen. Baba, eine Schatzkarte. Angeblich soll auf dieser Karte der Fundort eines Schatzes eingezeichnet sein, aber ich habe kein Boot und somit auch keinerlei Verwendung dafür. Ich werde aber heute Nacht dafür beten, dass du den Schatz findest, mein Freund. Ja, geh du mal beten, mein Freund. Mach das mal schön. Aber ohne mich, denn ich bete nicht. Oh nein. Aber ihr könnt gerne beten. Ja. Ja, noch ein Foto zu machen. Bum. 2 Lieben und miteinander verbinden. Hey, schönes Foto von dir. Ja, das war das beste Foto, was ich je geschossen habe, mit den halbgeschlossenen Augen. Ja, Mann, das sieht voll gut aus. Ja, du bist ein Schlitzauge. Oh mein Gott, das darf man doch gar nicht sagen. Das ist voll verboten, Mann. So, aber das Bild ist halt so, Mann. Ich kann da ja auch nichts für. Oh, ein Lichtbild. Ja, das ist das Mädchen. In letzter Zeit muss ich immerzu an sie denken. Sie ist wirklich wunderschön. Das ist mir erneut klar geworden, als ich dein Lichtbild gesehen habe. Und genauso ist mir klar geworden, dass mir ein Lichtbild von ihr nicht reicht. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich mache sie zu meiner Freundin. Am besten, ich lade sie auf eine Tasse Kaffee in der Kaffeebar ein. Oh je, wie sie wohl reagieren wird. Ich bin ja so aufgeregt. Thierry von Tereru. Schüchtern, scheu sein, ah. Also ist Beedle eigentlich nur eine Umübersetzung quasi. Dam. Foto von dir. Ha! Foto vom Schweinchen. Tja, es gibt so viele Fotos, die man hier schießen kann. Auf der Typ hätte auch noch ein Foto machen können. Kann man auch den Briefkasten fotografieren? Ich weiß es gerade nicht. Dum.
Was wir den von vorne fotografieren, das wird schwierig. Ja, Mann, man muss ihn von vorne fotografieren. Hey! Listen! Ja, gut, so sieht's aus. Kann man den Briefkasten fotografieren? Nein. Hätte ja sein können, so ein Gegenstand, der wichtig ist, ja? Enorm wichtiger Gegenstand, aber nein, das geht natürlich nicht. Dann fahren wir mal ganz kurz ein bisschen weiter weg und sehen mal, ob wir den Typen fotografieren können. Guck mal, da steht der Mächtige. Der mächtige Hans. Ah, hab ein Bild von dir bekommen. Kann sich nicht verstecken vor meiner Kamera. Da, 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 da. Ich will jetzt versuchen, die Insel so ein bisschen halb zu teilen, ne? Also, dass ich weiß, okay, alle Charaktere, die hierher laufen, die habe ich schon fotografiert. Weil ich glaube, eine Tour Fotos wird nicht reichen. Wir müssen zweimal Portemonnaie fotografieren. Es gibt so viele Charaktere hier. Und die ganzen Kinder müssen wir auch noch fotografieren. Ba, da, da. Der Entschwimmring der Goron ist der einzige Gegenstand, den man fotografieren kann. Bam, badam, badam. Gut, manche Leute behandeln auch Tiere wie Gegenstände. Und dann das Schwein kann man eben auch fotografieren. Okay, den Typen habe ich gerade vergessen. Ah, das ist gut. Ja gut, dann passt das ja. Wenn das reicht. Oh nein. Aber das ist ein Foto, ne? Für alle. Das ist nicht einzeln, ne? Never ever. Never ever. Dum, da, dum. Dum, dum, da, da, dum, da, da, dum, da, da, dum, da, da, dum. Dum, 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 dum. Oh, wir müssen leider nochmal hier rein. Das war jetzt aber gut, ne? Das, da muss ich beide fotografieren. Habe ich gerade was falsch gemacht? Das war nicht gut, okay. Also muss man wohl beide fotografieren auf einmal. Weil ich stehe hier immer zusammen. Was? Nein! Okay, wir haben alle Fotos, die wir machen können. Der eine Typ muss jetzt, da müssen wir noch warten, bis wieder nächster Tag ist, aber das heißt, wir können ja mal eben kurz hin und zurück und dann, ja, mal schauen. Verdammt, wir müssen noch ganz schön viele Fotos machen. Mann, es können sogar drei Touren sein. Aber wir haben jetzt zum Glück die schöne Melodie, die mit schöne Melodie. Ja, wie schnell das Schiff ist. Ja, kommt noch ein Stück nach vorne. So, dann geben wir mal die Fotos ab. Das dauert wieder ein bisschen. Ihr kennt den Spaß ja schon. Den Dialog kann man leider nicht schneller skippen. Ich fände es schön, wenn man einfach sagen kann, nimm alle meine Fotos. When angels deserve to melody, genau. When angels deserve to melody! Oh, mir geht einer ab, gib mir das Foto sofort! Oh nein, das war falsch, als ich das jetzt gesagt habe, das waren zwei kleine Kinder. Nein, das hat er nicht gesagt. Der hat gesagt, dass das ein inspirierendes Motiv ist, natürlich. Ihm ging jetzt keiner ab. Leute, nein, so einer ist er nicht. Glaube ich. Ich weiß es nicht, der hat ja schon so eine Pilznase.
Ich weiß ja nicht, was das für ein Typ ist. Ach ja. Aber guck mal, wir haben erst 10 Minuten rum. Wir können also noch mal, wir werden vielleicht in diesem Part ganz Portemonnaie schaffen. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen in der Portemonnaie, aber nicht mehr so viel. Wir haben eigentlich fast alles erledigt. Eine Sache weiß ich noch, die wir machen müssen im Portemonnaie. Den Leuchtturm. Und ich habe gelesen, dass man das wohl nachts machen muss. Und dann ist wohl... Mal gucken. Vielleicht muss ich das Ding auch oben drehen. Ich habe keine Ahnung. So. Ach ja, so viele Fotos abgeben. Ich könnte jetzt die Speedrunner-Taktik machen. Und Texte zu skippen. Aber so viel schneller geht das jetzt auch nicht. Was? Ich habe ihm schon mal ein Schwein gezeigt? Na nun ist das nicht ein Lichtbild, das du mir bereits gezeigt hast. Das Motiv fertigt mich nicht zweimal an. Was? Der muss irgendwas anderes erkannt haben auf dem Foto. Bei einem Schwein habe ich ihn noch nicht gezeigt. Vielleicht verwechselt er das mit der Frau. Das wäre aber fies. Oder mit dem Typen. Der hat vielleicht, ich weiß es auch nicht. Das Motiv hattest du noch nicht, Mann. Du hattest noch kein Schweinchen. Naja, meinetwegen. Versuchen wir gleich nochmal ein Schwein zu fotografieren. Der Vollständigkeit halber. Ich finde das halt so toll. Ich finde den Namen im Deutschen von Portemonnaie so viel besser als im Englischen. Was war das im Englischen nochmal? Also im Deutschen finde ich dieses Port als Hafen Portemonnaie einfach so gut. Das ist so ein guter Wortwitz. Das ist so schön in der deutschen Übersetzung. Das ist halt immer die Nintendo-Übersetzung, ne? Die deutschen Übersetzungen von Nintendo sind immer grandios. Wir gucken nochmal nach dem Schweinchenmann. Vielleicht dachten die, dass das die zwei Lester-Schwestern sind. Er sagt gut, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich das Schweinchen ist. Okay, ich hoffe, dass das diesmal funktioniert mit dem Schweinchen, weil das Schweinchen haben wir definitiv noch nicht abgegeben. Der Trankhändler. Ja, aber da habe ich noch nicht fotografiert. Ach so, die Insel heißt Windfall Island. Ja, das ist ein schlechter Name, ganz ehrlich. Windfall Island, was für ein uninspirierter Name ist das? Portemonnaie, so viel besser. Aber wirklich, Portemonnaie ist einfach so viel besser, der Name. Ich glaube, unten ist niemand drin, ne? In dem Haus. Muss man die beiden fotografieren, bestimmt, oder? Jetzt hat die Frage, muss man beide fotografieren oder reicht eine? Besser muss man beide fotografieren oder muss man beide einzeln fotografieren? Ich fotografiere jetzt einfach mal beide einzeln. Die gilt gar nicht, das heißt, das war für beide. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Ja, steht doch nicht so blöd da. So. Der deutsche Name ist sogar der beste Name, finde ich. Nicht mal der japanische Name wird das schlagen können. Portemonnaie ist einfach so ein guter Name. War mir klar. Ja, der wird jetzt schwer zu fotografieren. Ich weiß ja, dass man den Kopf nicht komplett fotografieren muss, aber nee.
Dann müssen wir es vermutlich von, oder wir machen es hier von oben drauf. Können wir da oben drauf? Nee. Dann müssen wir es von da machen, wo der Elvis tanzt. Glaube ich. Oder warte mal, hat er das Schwein vielleicht mit den kleinen Buben und so vertauscht? Meint er dann einfach, das ist das Gleiche? Vielleicht kann man ihn von hier gut fotografieren. Ah, wunderbar. Okay, im Gefängnis ist niemand mehr, ne? Dann haben wir schon fast alles durch. Der Swooshkaboom-Typ muss auch noch. Und der Typ da oben an der Mühle steht. Und der Fotograf selbst muss auch noch fotografiert werden. War das gerade okay oder hat er gerade gesagt, das ist kein Foto? Das war okay, gut. Und dann haben wir noch den Typen oben und dann müssen wir nochmal weiter. Müssen wir den Fotografen noch machen. Dann müssen wir ins Café noch kurz rein. Da müssen auch noch Fotos gemacht werden. Ja, drei Touren muss man auf jeden Fall machen für Portemonnaie. Ist schon krass. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Ist schon krass viel. Da oben ist auch noch ein Typ. Müssen wir auch noch machen. Ach ja, dann ist das aber bald vorbei. Dam, dam. Und es sieht gut aus. 10 Minuten wieder für die nächsten Fotos gebraucht. Wir müssen ja noch abgeben. Das heißt, wir schaffen in diesem Part alle Fotos in Portemonnaie. Oder zumindest fast alle. Es kann leider nicht irgendwelche verpasst haben. Oder irgendwelche Charaktere gerade nicht mehr fotografieren kann, weil die Story zu weit fortgeschritten ist. Wir müssen noch oben in das Haus rein. Also wir haben noch so 7 oder 6 Fotos, glaube ich, die wir jetzt noch schießen müssen. Wir haben also noch ein paar Fotos. Bam, badam, badadadam, bam, 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 badadam. Es ist aber krass, wie viele Figuren der anfertigen kann, ne? Hä? Warum? Achso, ist der voll? Kann er keine mehr? Okay, er kann nicht mehr als das annehmen, okay. Ah, Windfall heißt ein großer finanzieller Gewinn im Englischen, okay. Das wusste ich tatsächlich nicht. Was mache ich da? So. Was mache ich da? So ist es richtig. So. Ich wusste aber gar nicht, dass er eine Maximumanzahl hat an Sachen, die er annehmen kann. Oder es war gerade einfach verbuggt. Ja, jetzt zeigt das. Oh, so inspirierend. Ja, das Bild ist sehr inspiriert, auf jeden Fall. Der Swooshkaboom-Mann. Ach ja. So, gleich werden wir über alle Charaktere von Portemonnaie mehr erfahren können, wenn wir wieder alle abgegeben haben und dann die nächste Tour gemacht haben. Was? Das habe ich dir noch nicht gegeben, nein. Was? Habe ich das schon gemacht gehabt? Von ihm? Oder sieht er da wieder einen anderen Charakter drauf? Aber wie ein bisschen komisch. Aber vielleicht legt ja wieder irgendwelche Frauen sowas Sachen zusammen und Charaktere. Also er verwechselt irgendjemand mit einem Schwein.
Irgendein Charakter für ihn setzt er gleich mit dem Schwein. Ich weiß auch nicht, welcher Charakter das war, den er als Schwein sieht. Vielleicht war es Terry. Das kapitalistische Schwein, Mann. So. Zurück nach Portemonnaie. Ah, Draconia können wir auch immer hin teleportieren, das ist super. Mit Draconia müssen wir auch bestimmt 15 oder 20 Fotos machen. Wir müssen auch ganz viele Gegner in Draconia fotografieren. Die Fledermäuse. Oh, diese Bombentypen, und vielleicht sind die auch gar nicht mehr da. Das weiß ich doch jetzt nicht. Dann schauen wir mal nach weiteren Fotos und dann können wir nachher schauen, ob alles vollständig ist, Mann. Und dann kann ich zwischen den Parts schauen, welches wir vielleicht vergessen haben zu fotografieren. Ich weiß es doch auch nicht. Verdammt, warum manche Fotos nicht akzeptiert werden? Boom. Bam. Müsste eh noch ihr Bescheid sein, dass ich einen Brief verschickt habe. Gibt euch auch noch mal ein Herzteil, glaube ich, am Ende, oder? Also wirklich, was sind Sie nur für ein sturer Mensch? Schweig, ich sag doch bereits, ich dulde bei mir keinen Postboten. Los, verschwinde! Aber... dabei habe ich mich extra zur verwunschenen Bastion gewagt, um einen Brief von einem Herrn Momo abzuholen. Du sollst schweigen und jetzt verschwinde! Dann bestätigen Sie mir doch wenigstens und unterschreiben Sie hier. Schweig, habe ich gesagt, raus aus meinem Haus! Nur eine Unterschrift, dass ich hier war. Schweig endlich, hau ab! Das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Sie sind ja wohl wirklich nicht mehr zu retten. Ich muss hier raus, sonst vergesse ich mich noch. Dieser aufdringliche Postbote ständig belästigt er mich mit irgendwelchen Briefen von irgendeinem Herrn Momo oder wem auch immer. Aber so weit kommt es noch, dass sich irgendjemand an meine geliebte und einzige Tochter Dolores heranmacht. Ganz egal von wem, ich vergebe ihr keinen einzigen Brief. Der dreht sich die ganze Zeit immer so blöd. Okay. Oh, Momo, mein geliebter Momo. Tralli, tralla, hoffentlich ist bald Post von dir da. Dann gucken wir mal, dass wir den Brief bekommen. Wer ist denn da gerade? Da war, ist gerade irgendwas durchgeklebt durch die Wand. Ach nee, das war einfach nur die komische, matschige Textur, Mann! So. Ist der Postbote hier noch irgendwo? Da müssen wir doch Draconia dafür. Ich dachte, der Postbote wäre hier noch irgendwo. Boah, aber dem scheint nicht so. Vielleicht müssen wir auch irgendwann am nächsten Tag wieder dahin oder so und damit das wieder passiert oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es gerade noch nicht. Aber wir müssen noch ein paar Fotos machen. Da bin ich mir sicher. Mann. Die Matschtour, ja. So, ach, da ist er. Da können wir den auch gleich direkt mit fotografieren. Was? Der zählt nicht. Geht doch. Ach, du bist es. Es ist mir richtig peinlich, dass ich mich vorhin in Dolores Haus so aufgeregt habe. Die Sache ist nämlich die. Ich wollte Dolores einen Brief von einem Moblin namens Momo überbringen, doch ihr sturer Herr Vater wollte das nicht zulassen. Ich konnte ihr ihn nicht geben. Dieser sture Alte. Kaum sieht er ja einen Postboten an seiner Türschwelle, schon rastet er völlig aus. Dabei habe ich mich doch extra zur verwunschenen Bastion gewagt, um den Brief abzuholen. Ein Postbote, der seine Briefe nicht zustellen kann, der ist doch kein Postbote mehr. Aber
Naja, die nächste Zustellung wartet bereits auf mich. Wenn ich hier weiter in Trübsal blase, verschwende ich damit nur kostbare Zeit. Übrigens, einen Postboten verscheucht der Alte sehr sofort, aber gegen dich scheint er ja nichts zu haben, was? Ob ich dich wohl darum bitten könnte, Dolores den Brief an meiner Stelle zu übergeben? Was sagst du? Aber gern doch. Ist das dein Ernst? Danke. Ja, manchmal muss man nur fragen, dann tun die Leute die nettesten Dinge für einen. Hier, bitte sehr. Du hast den Brief eines Moblin erhalten. Der Brief verströmt eine leichte Parfümnote. Bring ihn zu Dolores. Ich verlasse mich also darauf, dass du ihn Dolores übergibst. Ein Moblin, Mann. Das sind die Schweine, Leute. Die Schweine mit den Laternen. Eine leichte Parfümnote. Momo ist voll verliebt. Ah, so süß, Mann. Da-dam. 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 Dann geben wir ihm noch den Brief und dann haben wir, glaube ich, auch alle Fotos. Hier, nein. Das wichtigste Foto haben wir noch nicht. Sag mal, schieß, alter Knacker. Ja, super. Tschüss. Bam, bam, bam. Hey, Momo. Momo schreibt einen Brief an Dolores. Ich bring ihn dir schnell. Dip, dip, dip. Ich bin kein Postbote, ich bin nur Link, der kleine Stüpske. Kleine Stüpske Link bin ich. Eilsendung. Oh, Momo, mein geliebter Momo. Momo. Da hast du doch nicht etwa einen Brief von Momo. Geträumt habe ich von diesem Augenblick. Verzerrt danach habe ich mich. Lass ihn mich sofort lesen. Also. Ich, Momo. Du, Dolores. Ich dich gern haben. So gern. Zum Fressen gern. Hast du das gehört? Hast du? Was glaubst du? Ist das vielleicht ein Heiratsantrag? Ja, so muss es sein. Endlich haben meine Gefühle Momo erreicht. Ich war noch nie so glücklich. Trali, trala, heute soll unser Gedenktag sein. Der Gedenktag der Liebe von Dolores und Momo. Ach ja, ich muss dir ja unbedingt etwas als Dankeschön geben. Hier, zum Gedenktag unserer Liebe. Ba, 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 ba. Du hast ein Herzteil gefunden. Hier, was für Herzteilen. Fügen sich zu einem Herzcontainer zusammen. Suche fleißig. Hihihihi. Ich hoffe, du freust dich auch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bada. Kann ich etwas für dich tun, Yoga Mann? Nee, nee, tschüss. Wir haben die Fotos gemacht. Es dürfte echt kein Foto mehr fehlen, wenn ich gerade drüber nachdenke, so wirklich. Vielleicht zählt Tingle noch hierzu. Weil Tingle ja hier am Anfang der Insel war. Aber sonst dürfte uns eigentlich nichts mehr fehlen. Außer, ich bin blöd und hab was vergessen. Aber das sehen wir ja gleich, wenn wir die ganzen Figuren aus Portemonnaie betrachten. Ach ja. Aber es ist nicht mal viel. 5 Augengriff, 6 Augengriff habe ich noch im Kopf. Die Tingle-Statue haben wir mittlerweile. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos und dann ist es bald schon soweit, glaube ich. Ja, die Schatzkarten, die ich noch gucken wollte zwischen den Parts, das werde ich auch noch machen. Welche Inseln wir noch anfahren müssten. Und dann werden wir irgendwann nochmal eine Fototour über das große Meer machen. Alles mögliche fotografieren beim Weitsprung zum Beispiel, bei diesem Weitfliegen. Da kann man auch die beiden Brüder, glaube ich, fotografieren und sowas. Und auf diesem Rennding, bei diesem mit dem Schiff, wo man über die ganzen Münzen fahren musste, da kann man den Typ auch fotografieren. Es gibt noch ein anderes Spiel, das wir noch nicht gemacht haben. Den kann man auch fotografieren. Den hier kann man, glaube ich, auch fotografieren. Kann man ihn nicht auch fotografieren? Kann man ihn nicht auch fotografieren? Warum ist meine Kamera nicht ausgerüstet? Und warum kann ich das Menü nicht betätigen? Jetzt. Okay. Kann man ihn nicht auch fotografieren? Na klar! Welch Schönheit! Dieser ausdrucksstarke Blick, diese zarte Alabasterhaut, ist das die Inkarnation ultimativer Schönheit?
Bruno, hast du ihn gefunden, diesen jungen Gott? Mich kribbelt's in den Fingern. Ich muss sofort eine Figur danach anfertigen. Dann lass mich mal ein zeitloses Kunstwerk erschaffen. Die Anfertigung der Figuren, ja, bis morgen, bis dann. So, hier haben wir noch so einen Typen. Oh, 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 welch inspirierendes Motiv. Oh. Ja, ja. Ja, ein inspirierendes Motiv. Ah, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Mann. Verdammt, wir müssen wieder nach oben und einmal Nacht und Tag machen. Der Part ist auch gleich schon vorbei. Aber alles abgeben können wir noch in dem Part. Und dann mache ich zwischen den Parts mache ich nochmal Nacht und Tag, damit wir dann alle Sachen schon mal fertiggestellt haben an Figuren. Ich habe bestimmt noch was im Portemonnaie vergessen, was mir gerade nicht einfällt. Also an Fotos. Ich weiß, dass ich noch eine Sache zu machen habe. Mehr als eine Sache tatsächlich, aber zwei Sachen, glaube ich, noch habe ich im Portemonnaie zu erledigen. Inspirierendes Motiv. Ja, ja, so inspirierend. Ich glaube, er kann 12 Figuren auf einmal herstellen. So groß wie die Kamera halt ist. Nee, die Figur hattest du noch nicht. Aber ist okay. Ich glaube zumindest nicht, dass du die hattest. Außer der stand vorher noch am Hafen oder so, das kann natürlich sein. Aber hier drin war da auch noch so ein Typ, der immer rumgelaufen ist. Den kann ich auch noch fotografieren. In jedem Raum oder ist er da? Ist er. Perfekt. Oh, goldenes Haar und eine schlanke Statur. Nun, bei genauer Betrachtung muss ich sagen, dass er wahrlich keine schlechte Vorlage abgibt. Mich kribbelt es in den Fingern. Ich muss sofort eine Figur danach anfertigen. Hat er einen besonderen Dialog für den, okay. So, liebe Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Dann lesen wir die ganzen Figuren auch mal vor und gucken mal, was uns noch fehlen könnte. Bis dann, haltet die Ohren, schafft immer was Besseres am Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich und vergesst nicht den Daumen nach oben, ne? Bis dann, ciao!